Köln, Gustav-Heinemann-Ufer. Hier residiert die erfolgreichste Lobby der Arbeitgeber. Für 10 Millionen Euro jährlich initiiert sie Kampagnen, beeinflusst Presse und Öffentlichkeit, setzt Themen. Der Name der Lobbyorganisation: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Archivaufnahmen von innen. Interviews wollte man Zapp nicht geben. Dabei gibt sich die Arbeitgeberinitiative transparent und sogar überparteilich. Einer ihrer vielen Botschafter? Oswald Metzger. Er saß für die Grünen im Bundestag. Heute hält er Vorträge im Sinne der Initiative. Gegen Geld vom jeweiligen Veranstalter. Klar, also ich habe einen ordentlichen Honorarsatz für eine Veranstaltung. Mein Normalsatz ist ein sehr ordentlicher, der fast einem Durchschnittseinkommen vom normalen Arbeitnehmer entspricht. Für einen Abend, versteht sich. Ein Grüner predigt die Thesen der neoliberalen Arbeitgeberorganisation. Konkrete Nachfragen sind da unerwünscht. Sind Sie von Attac bezahlt? Ich will jetzt Ihnen nur spiegeln, wie ich das empfinde, was Sie gerade machen. Also ich finde das fast unverschämt. Lieber redet er im Fernsehen über die Themen, die der Initiative wichtig sind. Mehr Markt, weniger Staat, Reformen. Auch andere Botschafter der Initiative sind Dauergäste in Talkshows. Ihr Lieblingsthema, Reformen. Grundlegende Reformen der sozialen Sicherungssysteme. Handliche Reformen. Eine Reform an die andere. Große Reform. Pseudo-Reform. Reformieren. Reformfähig. Ihre Reformprojekte zu reformieren. Jetzt haben wir einen Reformstau, der ist so groß wie nie zuvor in diesem Land. Für den Zuschauer sind sie Parteienvertreter oder unabhängige Experten. Er weiß nicht, dass sie alle für die gleiche Lobby aktiv sind. Für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Deren harmloser Name steht für ein knallhartes Programm. Sie meint eigentlich weniger soziale Marktwirtschaft, sie meint Entstaatlichung, weniger Sozialstaatlichkeit, mehr kapitalistische, freie Marktwirtschaft. Das kommt aus den Vereinigten Staaten, wo Ronald Reagan gesagt hat, der Staat ist nicht die Lösung, wie wir immer gedacht haben, sondern er ist das Problem. In diesem Sinne propagiert diese Initiative Entstaatlichung auf allen Ebenen. Die Experten aus den Talkshows stellen sich auch gern für Anzeigenkampagnen zur Verfügung. Zum Beispiel kurz vor der Bundestagswahl. Über viele Seiten machen sie Stimmung mit wirtschaftsliberalen Thesen. Das Motto der teuren Kampagne: 250 Professoren, 10 Thesen, eine Meinung. Auftraggeber: die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Es ist sehr geschickt von der Initiative, dass sie Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler als Botschafter, als scheinbar neutrale, unabhängige Botschafter auftreten lässt. Dabei wird überhaupt nicht deutlich, dass die für die Initiative Interessen der Arbeitgeber vertreten. Das wirkt so, Wissenschaftler sind neutral. Tatsächlich treten sie hier auf in der Rolle als PR-Agenten. PR auch im Marienhof. In der ARD-Vorabendserie hatte die Initiative Dialoge gekauft. Die Botschaft: Lohnnebenkosten runter, Arbeitszeiten rauf. Ich könnte auch schwarz für Sie arbeiten.